Es wird jetzt doch ein bisschen emotional. Ich kann es einfach gar nicht verhindern. Also erstens bin ich selber ein emotionaler Mensch. Zweitens habe ich die Jungs von Aktion Baum am 6. Januar so angeschossen, dass ich mich in der Pflicht fühle, hier noch ein paar Dinge wieder richtig zu stellen und auch zu helfen. Und zweitens vertrete ich heute einen Kollegen, einen von mir extrem geschätzten, menschlich super tollen Kollegen, Johannes Röhl, der am 10. April verstorben ist. Der wäre hier heute und stattdessen bin ich da. Und ein bisschen mache ich es auch für ihn. Ja, da sind wir mal gleich drin im Thema. Warum? Warum stehe ich hier? Warum mache ich das? Warum mache ich das, was ich mache? Warum rede ich über den Mythos Wald und über den Klimaschutz aus der Sicht eines Försters, der jeden Tag draußen im Wald steht und im Wald ganz praktisch arbeitet? Es ist ganz einfach. Es ist die Carla, es ist die Mathilda und es ist die Frieda. Bilder zeigen geht nicht. Es sind meine Enkelkinder und für die mache ich das. Darum stehe ich hier. Für die Zukunft. Das ist das, was mich immer angetrieben hat in meinem ganzen Leben. Ich habe 1996 energieautark gebaut, ein Haus ganz aus Holz. Ich habe Zimmermann gelernt, bevor ich Förster wurde. Und ich habe damals für meine eigenen Kinder, die heute 29 und 31 Jahre alt sind, dieses Haus gebaut. Energieautark, keine fossilen Brennstoffe im Keller, keinen öffentlichen Stromanschluss. Alles aus Holz. Und ich mache es wegen dieser Grafik. Temperaturanomalie von 1881, Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland bis 2021. Und wir sind jetzt in den letzten Jahren bei 2 Grad angekommen. Wir haben 2 Grad überschritten. Und richtig los geht es 1987. Seit 1987 ist die Welt nicht mehr die, die sie vorher war. Denn wenn Sie das davor betrachten, dann ist es oben und unten relativ gleich verteilt. Und seit 2015 haben wir keinen Niederschlag mehr. Also das sind so Sachen, als Förster beschäftigt man sich sehr intensiv mit Wettergeschehen und Wetter wird Klima. Und das ist das, was mich extrem bewegt. Und das ist der Grund mit meinen Enkelkindern und dieser Temperaturkurve, warum ich hier stehe und das erzähle, was ich tue. Jetzt haben wir nochmal eine Grafik, ähnlich wie die von eben. Die Ökosystemleistungen des Waldes. Es sind keine Ökosystemdienstleistungen. Das ist der Förster. Es sind die Ökosystemleistungen des Waldes. Und ich habe mal in grün die eingerahmt, über die wir permanent diskutieren. Das sind offensichtlich die entscheidenden. Und damit man die besser erkennen kann, habe ich die auf der nächsten Folie etwas vergrößert. Photosynthese, Sauerstoffproduktion, Kohlenstoffspeicher, natürlich die Biodiversität und alles, was darauf noch jetzt zu lesen ist, Sie können es selber lesen, das sind offensichtlich die Dinge, die uns bewegen. Und ich sehe das ganz anders. Ich habe was ganz anderes im Blick auf dieser Folie. Wie tun wir das, was ich tue? Wie tun wir das? Was nehmen wir in den Fokus? Wir nehmen das, was hier in Rot eingerahmt ist, in den Fokus. Das ist der Holzvorrat. Das ist der Holzzuwachs, die stoffliche Holznutzung und das Energieholz. Das ist das, was mich entscheidend interessiert. Und warum ist das so? Wenn wir keinen Holzvorrat haben, wir haben eben Bilder gesehen von der Frau Geißler, da haben wir Flächen ohne Holzvorrat, dann haben wir auch keinen Wald. Wenn wir keinen Wald haben, haben wir die grünen Dinge alle nicht. Die sind weg. Also keine Ökosystemdienstleistung. Und für mich als Förster, also was macht ein Förster ohne Wald, habe ich keinen Holzvorrat. Wenn ich keinen Holzvorrat habe, habe ich keinen Holzzuwachs. Ich kann kein Holz ernten, ich kann keine stoffliche Holznutzung bewerkstelligen, ich kann kein Energieholz bereitstellen. Darüber werden wir heute noch, das habe ich heute Nacht noch eingepflegt, noch zu reden haben. Und ich habe dann auch keine Klimaschutzwirkung eines nicht existierenden Waldes. Wald und Gesellschaft. Wald, Mensch. Der Mensch braucht Rohstoffe. Sie sitzen auf Holz. Die mitschreiben, die schreiben auf Holz. Wenn Sie einen guten Kugelschreiber haben, ist der aus Holz. Drüben sitzt einer, der schreibt mit einem Kugelschreiber aus Holz. Wenn wir keinen Wald haben, verzichten wir auf das Holz
Und für mich als Förster, der rechnen kann, als Zimmermann, der das Rechnen gelernt hat, ist klar, ohne Holz, und zwar ohne Holz, gibt es keinen Klimaschutz. Und wie machen wir das? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Mein Vater, ich würde fast böse sagen, der war so ein Sprücheklopfer. Er hat immer so Sprüche geklopft. Die haben mich als junger Heranwachsender, haben die mich genervt. Und da gab es immer viel hilft viel. Ja, wenn ich in die Weinberge musste, ich bin ein Moselkind und musste da arbeiten und man musste viel arbeiten und viel hilft viel. Und man kann im Wald viel tun, zum Beispiel viel Fläche stilllegen. Das kann man machen. Das ist ein Bild, das habe ich 2009 gemacht, von unterhalb des Gipfels vom Rachel. Der Rachel ist ein Berg im Nationalpark Bayerischer Wald und der ist direkt angrenzend an unseren Waldbesitz. Wir haben 2250 Hektar am Großen Arber, dem höchsten Berg des Bayerischen Waldes, direkt gegenüberliegend. Und dieser Wald hier, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, der ist überwiegend abgestorben. 2009. Schon länger abgestorben, die Bäume stehen kahl. Es gibt wenige grüne Bäume hier. Gestern hat Frau Blumröder gesagt, es gibt Überraschungen. Da gibt es einzelne Fichten und Gruppen, die sind grün. Man weiß nicht, warum. Der Rest ist abgestorben. Hochlage zwischen 1300 und 1400 Meter. Man hat bei der Gründung des Nationalparks behauptet, es gibt dort keinen Borkenkäfer. Ja, Flächenstilllegung, Prozessschutz in fichtendominierten Nadelwäldern führt zwangsläufig in unseren Kulturwäldern in die Katastrophe. Lässt sich gar nicht verhindern. Und damit man erkennt, wie das wirklich aussieht, hier ein Bild aus einem Kleinflugzeug. Das rechts ist der Lusengipfel. Und hier blickt man jetzt wieder links Richtung Rachel, Richtung Tschechien. Und das sind dann 8500 Hektar am Stück abgestorbene Hochlagenwälder. Das waren übrigens zwar mal Kulturwälder zwischendurch, aber autochthone Fichtenbestände. Also immer schon dort gewesen, heimische Baumart. Und ich bringe jetzt die Frage der Diversität auf. Und das hat der Herr Kratzer vorhin so schön erklärt. Wir haben in den Offenland Flächen im Wald haben wir die höchste Diversität. Das bildet sich hier ab. Wenn ein Wald verschwindet und wieder neu begründet wird, dann haben wir in den ersten 10 Jahren einen Peak an Biodiversität, an Arten und an Artenanzahl. Und dann geht das hier hinten wieder verloren. Und dieser allgemeine Verlauf wird hier mit einem Zitat hinterlegt von Professor Dr. Reichholf. Sie können das selber lesen. Das ist Wissenschaft. Also ich habe das nicht erfunden. Ich nehme das nur zur Kenntnis. Aber ich ziehe natürlich mit meiner Frage, warum, ziehe ich für mich als Förster meine Rückschlüsse daraus. Sie haben es sicher alle gelesen, dann mache ich die nächste Folie rein. Und dann gehen wir mal auf die andere These meines Vaters. Die hat mich am meisten genervt. Viel, wenig gibt viel. Ich habe es gar nicht kapiert, obwohl ich rechnen konnte. Viel, wenig gibt viel. Und was machen wir bei uns im Wald? Wir haben 2500 dieser Biotopschilder an Bäume dran genagelt, mit Aluminiumnägeln. Es könnten auch Stahlnägel sein, weil die Bäume werden eh nie mehr gefällt. Das sind Habitatbäume und diese Bäume stehen ausschließlich an Waldwegen. Die Bäume, die im Bestandesinnern stehen, die werden gar nicht mit einem Schild versehen, weil das sieht eh niemand. Und die Bäume sehen dann so aus wie diese Fürst-Friedrich-Eiche. Die bekommen dann noch einen Namen und dann ist das wie die Kuh im Stall. Wenn die mal Elsa heißt, dann wird die nicht geschlachtet. Und so ist das mit den Bäumen. Die kriegen einen Namen und dann ist das die Fürst-Friedrich-Eiche oder die Oberförster-Schmidt-Eiche oder wie die dann heißt. Wir bekommen so ein Schild, jeder läuft dran vorbei, wir machen ein bisschen Werbung, tue Gutes und zeige es auch. Und unser Wald, das ist hier ein Beispiel eines Waldes, wie wir ihn im Moment bei uns im Betrieb haben. Wir sind ein Forstbetrieb in Süddeutschland, der ganz wenig Schäden bisher hat. Wir sind von dem Klimawandel, was wir vorhin gesehen haben bei Frau Geißler, so gut wie nicht betroffen. Aber das hat auch Gründe, warum. Darauf gehe ich nachher ein. Wir haben also Fichtenalthölzer. Sieht aus wie ein Schweizer Käsewald, weil wir Löcher reinschlagen, dort, wo die Naturverjüngung aufläuft. Und die Naturverjüngung, die unten drunter aufläuft,
Die ist bunt gemischt, die besteht in der Regel aus 10 verschiedenen Baumarten. Und oben drüber war es nur Fichte. Monokultur. Sie verstehen, was ich meine. Und daraus entsteht für mich die Frage als Förster, soll ich was tun oder soll ich es lassen? Was hilft dem Klima, wenn ich etwas tue oder wenn ich es lasse? Ich meine, ich bin nicht so derjenige, der mit den Händen in der Tasche durch den Wald läuft. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber gucken Sie mal, wenn über die Leute im Fernsehen berichtet wird, wer alles die Hände in der Tasche hat. Ich bin eher der Typ, der was tut. Da braucht man die Hände außerhalb der Tasche. Urwälder. Wenn wir wirklich auf Urwälder schauen, sind die absolut CO2-neutral. Das ist eine volle Regentonne, in die, wenn ein Tropfen reinlaufen möchte, ein Tropfen überlaufen muss. Der Tropfen und das Wasser ist jetzt Kohlenstoff. Da geht nichts mehr rein. Der Zuwachs ist null. Und erst wenn ein Baum abgestorben ist und wieder mobilisiert, kann neuer Kohlenstoff in dieses Fass hinein. Und der Kulturwald ist aber auch CO2-neutral. Der Wald ist übrigens völlig CO2-neutral, denn der Kulturwald ist eine halbvolle Regentonne. Die Tonne ist nur halb voll und so viel Wasser, wie hineinläuft, so viel Wasser holen wir unten wieder raus und daraus machen wir was. Nämlich Holz. Das ist das Holz. Und dieses Holz bekommen wir aus dem Urwald nicht. Wir bekommen es nur aus bewirtschafteten Wäldern. Und dieses Holz ist ein zusätzlicher Kohlenstoffspeicher. Also die Bank, auf der Sie jetzt sitzen, ist gespeicherter Kohlenstoff. Und Holz ist übrigens der einzige Werkstoff und der einzige Stoff aus der Urproduktion, der mehr Kohlenstoff speichert nach der Verarbeitung, als er verbraucht bei der Herstellung. Und deshalb ist es ein echter Kohlenstoffspeicher. Wenn Sie Zement, Stahlbeton herstellen, ist in dem Stahlbeton Kohlenstoff gespeichert. Aber bei der Herstellung verbrauchen Sie mehr Kohlenstoff, als nachher drin ist. Das ist nur beim Holz umgekehrt. Deshalb ist Holz ein echter Speicher, ist im Prinzip die neue Braunkohle. Nämlich, wir speichern und lagern ein. Vielleicht ist es ja so gemeint, was nachher noch kommt. Holz ersetzt also, das ist auch längst bekannt, das muss ich eigentlich gar nicht erklären, Materialien mit einer schlechten Kohlenstoffbilanz. Dann gibt es natürlich noch das Brennholz, da gehe ich extra noch mal nachher drauf ein, weil das gestern so eine kontroverse Debatte war und offensichtlich nicht verstanden wird, warum wir Brennholz erzeugen. Brennholz ersetzt, wenn wir es denn verbrennen, mobilisiert es erstmal den Kohlenstoff, der in dem Baum gebunden war. Aber wir müssen auch den Zeithorizont betrachten. Wenn Öl vor 200 Millionen Jahren eingelagert wurde als Kohlenstoff, dann ist das ein anderer Zeithorizont, als wenn ein Baum vor 50 Jahren gepflanzt wurde und er wird nach 50 Jahren geerntet und nach 50 Jahren wird genauso viel Kohlenstoff wieder freigesetzt, wie er in diesen 50 Jahren gebunden hat. Wenn in dem Wald, den ich bewirtschafte, in derselben Zeit genauso viel Kohlenstoff wieder implementiert und gebunden wird, dann ist das System neutral. Habe ich vorhin versucht zu erklären mit der halbvollen Regentonne. Kann man eigentlich verstehen, ist Physik. Nutzholz kann zudem, das habe ich gestern erwähnt, die gestern schon da waren, Kaskadennutzung. Ich kann das Nutzholz permanent recyceln. Ich kann erstmal Bauholz draus machen, ich kann aus dem Bauholz Spanplatte machen. Aus der Spanplatte kann ich nachher nochmal MDF-Platte machen. Und ich kann zum Schluss die MDF-Platte kann ich noch verbrennen. Dann habe ich eine Wiederholung des Substitutionseffektes und damit wird der Effekt durch die Verwendung von Holz in der Klimaschutzbilanz immer noch besser. Und jetzt kommt das mit dem heimischen Wald. Global denken, lokal handeln. Das ist das, was mich leitet. Global denken, lokal handeln. Urwälder schützen und Kulturwälder bewirtschaften. Wenn ich Kulturwälder stilllege, ich habe eben Bilder gezeigt, dann gibt das keine Wildnis und es wird kein Urwald. Kultur verwildern lassen ist nicht dasselbe wie Natur Natur sein lassen. Natur Natur sein lassen, das ist der Ursprung, den ich lasse, wie er ist. Und wenn ich einen Kulturwald habe und lege den still, dann ist das nicht Natur Natur sein lassen, das ist Kultur verwildern lassen. Wenn ich den Kölner Dom nicht mehr renoviere, dann wird das kein Felsen. Das wird nur ein Steinhaufen. Ein Felsen wird das nicht.
Und so ist das mit dem Wald. Tun heißt für mich, einen Wald bewirtschaften. Und dann wird der Wald zur Pumpe. Der Wald ist nicht kohlenstoffrelevant, sondern nur das Holz ist kohlenstoffrelevant. Und Förster, die sagen, Wald ist kohlenstoffrelevant, stimmt nicht. Das Holz ist kohlenstoffrelevant und der Wald ist die Pumpe für das Holz. Und dann haben wir Klimaschutz. Und wenn ich nichts mache, bekomme ich die sogenannte Wildnis, die keine ist. Wir bekommen einen Vorratsaufbau, der gewünscht ist. Da wird gerechnet plötzlich. Und da beginnt man jetzt und sagt, jetzt legen wir still, jetzt machen wir Vorratsaufbau. Das ist Kohlenstoff in den Wald. Und dann haben wir durch diesen Effekt, durch das vermiedene Holz, bekommen wir Klimawandel, verstärkten Klimawandel. Und dann werden diese schönen vorratsaufgebauten, vorratsreichen Wälder, die werden von diesem Klimawandel zerstört. Es geht ganz schnell, über Nacht. Extremwetterereignisse, Stürme, Borkenkäfer, dauert ein bisschen länger, genauso effizient in der Natur. Und dann haben wir den Wald durch die Stilllegung zu einer Quelle gemacht. Dann wird der Wald zur CO2-Quelle. Lassen bedeutet nämlich nicht nur, dass wir auf Häuser verzichten, sondern der Deckel dieser Geige ist aus Fichtenholz gemacht. Ohne Fichte können Sie keine Geige herstellen. Geht nicht. Das ist mein Klavier. Der Resonanzboden ist aus Fichtenholz hergestellt. Ohne Fichtenholz können Sie kein Klavier herstellen. Müssen wir verzichten. Beethoven ist ohne Holz nicht möglich. Beethovens Neunte können Sie nicht aufführen. Er hätte auch seine Noten nicht gehabt, weil er hat kein Papier zum Draufschreiben. Geht nicht. Heute kann man alles digital machen. Ich weiß, ist eine viel schönere Welt, alles digital. Lassen heißt auch verzichten. Auf dieses Wohnprojekt in Balingen, letztes Jahr neu bezogen, erlebnisreich, haben die Erbauer dieses Mehrfamilienhauses dieses Projekt genannt. Erlebnisreich. 34 Familien leben dort. Alles aus CLT, das hat gestern der Herr Kropp erklärt. Alles Kohlenstoffspeicher. So sieht das Ganze dann von außen aus. Alles aus Holz, bis auf die Balkone. Das ist mein Gesellenstück. Als Zimmermann, 1981 errichtet, sieht alt aus, steht in Kochen, ist aber was Neues. Steht vielleicht in 100 Jahren noch, ist ein Kohlenstoffspeicher. Wir können auch so leben. Das ist die Alternative. Auf Holz verzichten heißt, wir brauchen Alternativen, denn wohnen müssen wir. Wir können auch auf andere Dinge verzichten. Oder wenn wir sie dann doch schon haben, dann können wir sie vielleicht auch anders benutzen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Papier zu nutzen. Aber auf das zu verzichten, da gibt es Kulturkreise, da gibt man sich nicht die Hand. Und das schon vor Corona nicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Bild jetzt wieder aus Ihrem Kopf rausbringe. Probieren wir es mal mit Satire. Ist denn alles nur Satire? Und wenn ja, warum? Gibt es ein Leben nach der Satire? Die richtigen Fragen stellen. Genau, das ist die richtige Frage. Und es gibt ein Interview von einem Protagonisten mit der Überschrift nicht die Wälder sterben, sondern die Plantagen. Kommen Sie alle in unsere Wälder und schauen sich die Plantagen an. Dann reden wir weiter. Und man könnte auch fast sagen, ist ein Zitat aus diesem Artikel, Holz ist die neue Braunkohle, habe ich eben selber gesagt. Wenn das so gemeint hat wie ich, dann stimmt's. Er hat es aber nicht so gemeint. Und wenn man das Problem über Emotionen angeht, habe ich gerade ein bisschen probiert, dann lassen sich Ziele erreichen. Vielleicht müssen wir das lernen. Ich bin gleich fertig. Und das habe ich gestern eingepflegt. Ganz neu. Kamingespräch. Ja, Kamingespräch, ja, aus was macht ihr dann ein Feuer? Also ich kann es gar nicht begreifen. Und wer ist so dumm und zahlt dafür 159 Euro? Aber es tut mir leid, ich kann es nicht verstehen. Die Förster und man müsste. Das ist das, warum ich emotional bin. Das ist der Grund. Das ist diese Hand, lieber Peter. Ich habe mit Peter Wohlleben studiert. Wir sind zusammen eingestellt worden, verbeamtet worden. Diese drei Finger sind die entscheidenden. Das ist gemeint mit Mann. Das da oben ist die Waldakademie aus Holz. Das ist das Buch aus Holz. Und das ist das Kaminfeuer aus Holz. Merken Sie was? Das ist eine Schere im Kopf. Ich kann es nicht ändern. Und das ist die Hand, die wir brauchen. Und das ist meine Hand. Und die reiche ich Ihnen alle. Alle, die das anders sehen. Allen. Was tun wir konkret? Scharfe Jagd. Wir haben noch nie über die Jagd gesprochen.
Ohne Jagd kein Waldbau, überhaupt kein Wald, keine Mischbestände. Aktiver Waldumbau, Holz, regionale Holzwerkstoffe, Verbrennen, Aufbau klimaresilienter Wälder zum Wohle des Menschen, einen anthropozentrischen Ansatz. Wir sind als Menschen in die Welt gestellt. Und wenn wir nicht heimisches Klima bekommen, wir haben 2 Grad, wir haben jetzt 2 Grad und wollen in 78 Jahren auf 1,5 zurück, das ist gar nicht möglich. Wir haben 2 Grad. Wenn wir also nicht, Sie was? Ja. Wir müssen fertig werden. Ich bin fertig. So gern nicht hinzuhören. Fertig. Zum Thema Brennholz. Laubholz wird verbrannt, Nadelholz wird verbaut. Ich mache es ganz schnell. Ein Nadelwald gibt eben Bauholz. Ein Laubwald. Herr Friedrichs, ich kann Ihnen verraten, Sie werden in der Diskussion sicher Gucken Sie. Super, so schöne Bilder. Schauen Sie mal. Ja. Kommen Sie. Oh, es ist weg. Jetzt hätte ich Ihnen noch gerne das Schloss gezeigt. Ich war es nicht. Vielen Dank.